ist der beste Steuermann in Deutschland in Jollengröße aller Zeiten irgendwie und ist noch ehrgeizig genug. Und wir haben zusammen ja alles gewonnen, was man gewinnen konnte. 3 WM-Titel, eine Europameisterschaft und immer wenn wir angetreten sind, auch deutscher Meister. Also eigentlich alles, was wir zusammen gesegelt sind, haben wir auch gewonnen. Der erste war eigentlich der schönste. 1983 haben wir den ersten Mal Kieler Woche gewonnen. Dass man es dann endlich geschafft hatte, war schon toll. Meine Mutter wohnt ja nicht weit weg von mir und da stehen dann die Pokale, sind dann gut aufbewahrt, weil da ist mehr Platz. Papa kaufte für uns drei Brüder ein Opti, der hier in Kiel bei den Großeltern lag. Und dann kam der normale Weg über einen 420er damals. Eine Jolle 420, zweimal eine Trapezjolle, dann in 470er, eben mit den olympischen Teilnahmen da. Und jetzt, nachdem die olympische Karriere dann beendet war, ist es jetzt die internationale 505er Klasse. Also etwas größer als ein 470er, zweimal Trapez, Jolle und schneller. Ich drücke einen Daumen, dass Kiel und Hamburg den Zuschlag bekommt. Und für Kiel würde das natürlich einen unglaublichen Schub bringen. Also ich denke nicht nur wirtschaftlich, sondern auch von der Infrastruktur her, auch das Olympiazentrum Kiel-Schicksee würde natürlich nochmal einen Kick bekommen. Man kann natürlich alleine über die Ostseewellen gleiten, aber wenn man kein zweites Boot daneben hat, mit dem man sich messen kann, dann kann es natürlich auch schnell langweilig werden. Ich denke mal, das ist wie beim Tennis, nicht? Du machst dann auch irgendwann ein Turnier mit, nicht? Und ja, so wie den älteren Herren in ihrer Seniorenmannschaft spielen, so bei uns gibt es das nicht, die Seniorenmannschaft, deswegen müssen wir uns natürlich weiterhin mit den Jungen dann auch messen.